Moin, zu einem neuen Video von meinem Level-Nekro. Jetzt erscheinen hier gerade die ganzen Skelette und der Golem. Die erscheinen ja automatisch. Und wir sind jetzt hier Level 40 und wollen mal gucken, ja, wie schnell wir hier auf Level 50 kommen. Und dann schauen wir mal. Sehr schön, gleich ein Pool hier. Immer sie herkommen, schneiden sie zerstören,
neue Map hier. Das ist alles nicht so toll. Bis auf den Ding, das könnte sie kriegen. 125. Ja. Ihr seid zu freundlich. 47. Oh, 42. Cool. Das ist auch 40. Na gut. Ne Goblin-Gruppe.
Naja, okay, ein bisschen eingesammelt habe ich jetzt. Da müssen wir jetzt mal gucken, was man da so verwenden kann. Die Sense könnte natürlich gut sein. Nee. Ja, okay, also. Der Schaden ist einfach zu gering. Ey, das sind 25% mehr, aber da wiederum mehr. Da müsste ich den umskillen. Stacheln weg und Todessense rein. Das ist unmöglich. Schon wieder ein Goblin. Dafür habe ich keinen Platz mehr. Ja, das war jetzt. Prozent, ja, das. Ja, okay. Ja. Ebene. Euer Tod.
Ja, ist ja gut, jetzt lass mich doch so teleportieren, jawohl. Das Blut der Nephalem fließt wahrlich durch eure Adern. Kritische Trefferschaden, okay. Ich wollte mal gucken, ob es möglich ist, Reanimation versiert einen Bereich an und reanimiert dort im Umkreis von 10 Meter bis zu 10 Leichen, hält 19 Sekunden an. Das ist doch gar nicht so doof, ey. Das finde ich ganz cool. Wenn ihr euren Schaden pro aktivierten Achso. Wenn eine Leiche an die Rede fehlen ging. Nee. Ja, mal schauen, aber leben nur 12 Sekunden. Ja, das ist doof. So ist es besser. Wieso kann ich das nicht ändern? Das ist doch scheiße. Doof. Seid ihr bereit? Dann beginnt eure Prüfung. Kosten einfach zu viel, das ist scheiße. Also jetzt für den Anfang brauchen wir Essenz, das ist das Problem.
schießen, ich wollte das auf die Magie ändern. So, jetzt machen wir es auch mal umstellen hier. Das ist scheiße. Das ist wie Skelettmagie. Das ist Blödsinn. Für solchen Magier, der eine Aura des Verfalls kanalisiert. Okay, mal gucken, wie das so ist. Ja, wäre natürlich gut, wenn ich jetzt... Na gut, eine Aura. Ich weiß nicht, ob das ein Fluch ist. Wahrscheinlich eher nicht. Eine Quelle. Oh. Stehen da auch nur rum. Das sind auch die falschen.
voll passt. So, wollen wir mal gucken. Ja, schade. Wir sind ein Bereich an und ich rede mit 19 Sekunden an, das ist doch kacke. Ja, Flüche habe ich ja nicht. Im Moment nicht. Ist auch nicht doof. Gehör erhöht die Dauer, okay. Die Assistenz für Skelette befehlen. Brauche ich ja nicht. Abklingzeiten gut im Befehl brauche ich auch nicht. Na, gucken wir mal. Noch zwei Level bis 50 und dann könnten wir noch mal gucken, ob dann mit 50 irgendwie was Vernünftiges kommt.
Oh, zwei haben cool. Knochenspiel kostet jetzt 40 Essenz und verursacht 441% mehr Schaden. Ja, Waffe muss man jetzt mal gucken. Knochenspeer. Todesinsel. Ah, der kostet. Aber das ist egal, das. Das ist immer noch gut mit dem Fluch. Das ist immer noch gut. So. Was haben wir denn neu gekriegt hier? Lebensentziehen. Lebensentziehen für jeden Gegner davon. Aha. Land der Toten ist natürlich geil. Armee der Toten. Ja. Weiß nicht, ob man damit spielt. Erstmal nicht. Knochenrüstung könnte ich noch ändern. Was? Das 15 Sekunden lang eurer sekundären Fähigkeiten. Oh, Alter. Hab ich abgezählt. Naja, also auf jeden Fall neue Waffe. Bisschen mehr Schaden. Hier, ja, beim Kopf muss ich irgendwann mal gucken, dass ich wahrscheinlich die tauschen muss. Aber ansonsten schauen wir mal, wie es dann ab 50 bis 60 wird. Okay, bis bald.